Hallo, es ist Frühling. Krokusse sind da. Hier kommen Dichternarzissen, Schneeglöckchen. Auch hier sind Dichternarzissen. Das ist eine Christrose. Noch mehr Krokusse. Huflattich, der blüht ja bevor er die Blätter kriegt. Da scheinen schon die ersten Wildtulpen herausgekommen zu sein. Und weitere Krokusse. Die Primel hier. Ich habe extra noch mal nachgeguckt, wie es heißt, aber ich habe es schon wieder vergessen. Man muss inzwischen hier ein bisschen aufpassen, wo man rumläuft. Weil überall Krokusse zu sehen sind. Das ist der Blaustern. Da sollten auch noch einige kommen. Hier ist auch eine Wildtulpe. Ich habe noch nicht abgeräumt, aber die Wildtulpen finden trotzdem ihren Weg. Ja, von den Blumenzwiebeln habe ich ein paar hundert vergraben und an ganz vielen Stellen kommen sie eben. Ansonsten ist im Garten noch nicht viel los. Wir haben noch nicht abgeräumt. Wer weiß, in welchem Stängel Insekten sind. Ach, Gänseblümchen sind auch die ersten da. Ja, solche dicken Stängel werden von Insekten gerne zur Überwinterung genutzt. Von daher lassen wir die immer stehen, bis es warm wird. Schaut dann vielleicht nicht ganz so hübsch aus. Im Sinne der deutschen Ordnung. Aber wenn ich die ganzen Insekten vernichten würde, durch das frühzeitige Abräumen, was würde dann meine Arbeit für einen Sinn haben? Wir haben gestern auch schon die schwarz-blaue Holzbiene gesehen, Zitronenfalter und so weiter, also Hummel. Es geht los und es ist wichtig, dass jetzt Blumen da sind. Und da vergesse ich doch glatt. Dass auch der erste Strauch blüht. Das ist eine Kornelkirsche, eine der ersten Blüher. Leider habe ich damals nicht aufgepasst bzw. nicht genug gewusst. Es ist die japanische Kornelkirsche. Aber nachdem meine deutsche spärlich blüht oder meine einheimische, ist auch noch dazu eine Zuchtform, die Joliko, die recht schmackhafte Früchte hat. Aber solange die noch so klein ist, werde ich da auch nichts machen und danach überlegen gehe ich mir, ob sie bleiben darf oder nicht, die japanische, oder ob sie zum Reise kaufen wird. Vergesst nicht, im Herbst wieder Zwiebeln zu stecken, damit im nächsten Frühjahr ein reichhaltiges Buffet für die Bienen, Hummel, Schmetterlinge und so weiter da ist. Macht's gut, ciao, ciao.